mit meinen beiden Schwestern, Sigrid und Marina, ein paar Lieder. Da bin ich überzeugt, sie kennen jedes einzelne. Geht's los? Auf Sigrid und Marina. Wohne ich schon jahrelang allein. Der alte Jäger vom Silbertannental. Ich denk an ihn, es war einmal. Der alte Jäger vom Silbertannental. Ich denk an ihn. Lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Ja, 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 herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergwagabunden sind wir, ja, wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergwagabunden sind wir. Die Sterne am Himmel, sie sagen mir gute Nacht. Bin ich auch nicht bei dir, sie grüßen dich von mir. An Sigrid und Marina. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Andi. Dankeschön. Wir gehen wieder auf unsere Plätze. Achtung, fertig, los. Ich möchte denn mit mir Samstagsmaler spielen.
Ja, Andi, wenn es nur gekritzelt sein muss, also da bin ich bereit, ja? Gekritzelt? Ja, gekritzelt mache ich. Ich zeichne okay. Marina, ein gekritzeltes. Dann ja? komm zu mir her. Wir haben hier einen Stift hingelegt. Ich mache dir hier schon mal Platz, damit du hier zeichnen kannst. Wer traut sich denn jetzt zu erraten, was die Marina zeichnet? Ah. Ja, sag, ja, Bernd, so Bernd, Karl-Heinz, ihr zwei? Ja. Du spielst dagegen. Ja, ja, also, meine Damen und Herren, die Marina zeichnet, ja? Sigrid und die Amigos raten. Die Alma und der Konstantin achten darauf, wer mehr rät. Und der Gewinner wird dann verewigt auf unserer Autogrammwand. Da hinten haben wir schon einige Autogrammkarten. Die kommen dann da dran. Also, es ist ein bisschen einfacher als sonst, weil es sind Schlagertitel. Ah. Also praktisch Adios Amor. Dann zeichnest du einfach am Ohr. Dann wissen die sofort, was kommt. Und so geht es. Also, wir haben hier, ich suche mir irgendeinen aus. Schau. Marina? Aha. Okay. Ja, ich probier's. Was? Dieses Lied zeichnet jetzt die Marina, Marina, Marina. Ist es nicht? Sag ich nur schon mal. Was kann das sein? Tulpen aus Amsterdam. Na. 1000 rote, 1000 grüne, alles. Ah, ich baue dir ein Schloss. Ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Tatsächlich, steht da. Ich baue dir ein Schloss. Ich hol's die ganze Zeit verkehrt und denk mir, das kenne ich selber nicht. Aber du hast das, ich baue dir ein Schloss. Ja. Erstes ist schon mal richtig. So, wir haben hier einen Begriff. Das so wird bei mir daheim zusammengerannt. Marina, schau her. Das solltest du zeichnen. Okay. Der Karl-Heinz will schon wieder schummeln, so wie damals in der Schule. Wir saßen Gott sei Dank nicht nebeneinander. Biene Maya. Denn diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Wer war da jetzt schneller? Ich habe ein Wiener Gehör. Es tut mir leid. Sigrid. Sigrid, warst du schneller? So. Sigrid. Wir sind ja nicht so ein Teil spannender. Du kannst ja in der Zwischenzeit was von der Alma zu trinken holen. Wir machen hier schon mal weiter. Aber dann nehme ich mir hier von dieser Seite. Das ist gut. Schau her. Das, ja. Achtung, neue Zeichnung. Welches Lied suchen wir? Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen? Ja. Der wirklich? Ja, wirklich. Boah, super. Ja. Du siehst du hier eine Brücke? Normalerweise sieht die ja gar nicht mehr so weit. Ich wollte gerade sagen, von hier schaut es ein bisschen aus wie ein Regenbogen. Ja. Na schau. Und dann schau doch. 7-mal und wir denken sofort an Mathe. 7-mal. 7-mal in der Woche möchte ich ausgehen. Hätte ich jetzt gesagt. So, und jetzt wird's. Es ist ja schwierig. Nein, also bitte. Am Anfang war es nur leicht. Nein, zeichne einfach das Auto. Also der Tipp vom Andi. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Was ist das für ein Auto? Fiesta. Ein Fiesta, natürlich. Ein Fiesta. Und dann? Mexikaner. Fiesta Mexikaner, genau. Danke. Ich weiß zwar nicht, welches Gericht das ist, aber es muss ein Schlager sein, oder? Fiesta Mexikaner. Ein satter Punkt für meine Kollegen aus der Autoindustrie. Den Fiesta habe ich sofort erkannt. Schon, gell? Also, ich gratuliere dir, Bernd. Das ist ein Modell Austria. Wir fragen jetzt unsere Schiedsrichter, die Alma und den Konstantin. Wer hat gewonnen? Marina oder ich? Ganz knapp hat die Sigrid gewonnen. Ganz knapp. Ja. Ganz knapp hat die Sigrid. Wir geben uns geschlagen, oder? Natürlich. Sehr, sehr gerne. Also, herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen eine Autogrammkarte. Marina, vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einer Kollegin, die wir auch alle bewundern. Weil sie eine liebe Kollegin ist, weil sie eine außergewöhnliche Stimme hat und weil sie uns mit ihren Liedern immer in, sag ich jetzt einmal, in so einen Relax-Modus. Sigrid und Marina singen uns jetzt ein Lied, das haben sie alle schon mitgesungen. Nur seit vielen, vielen Jahren hört man es überhaupt nicht mehr im Radio. Die beiden machen uns das Vergnügen und singen dieses wunderschöne Schwalbenlied
gemeinsam. Hier ist Sigrid und Marina. Zwei schöne Melodien. Sind das zwei schöne Dirndeln, die gerade diese schöne Melodie gesungen haben? Stimmt doch, oder? Hat man lange nicht gehört im Radio oder so. Sigrid und Marina haben uns diesen Wunsch erfüllt. Und wir haben bei uns beim Schlagerspaß ja eine Ecke eingerichtet. Eine Musikecke zum Musizieren. Ihr wisst alle, wovon ich spreche. Unser Wohnzimmerkonzert. Wer möchte denn ein Lied zum Besten geben, das man so eigentlich nicht von ihm kennt? Zu Hause meldet sich jemand. Leider müssen wir aufs nächste Mal verschieben. Wer hat... Du, Andi, also wir werden jetzt gerade eingesungen. Also, wenn wir dürfen, sehr gerne. Ihr seid gerade eingesungen? Ja. Ja, sehr gerne. Okay, ihr geht in unsere Wohnzimmerecke, Sigrid und Marina, und singen dort... Wir haben uns gedacht, ja, so ein Gruß aus den Bergen. Das schönste Lied der Berge, La Montana. Das schönste Lied der Berge? Ja. Einverstanden, Andi? La Montana. Passt es für dich, sehr, Andi? Sehr gerne. Ja? Und jetzt zu Hause, stellen Sie das Glas bitte hin. Jetzt wird's zum Zuhören. Sigrid und Marina singen La Montanara. La Montanara. Hörst du das Lied der Berge? Die Berge, sie grüßen dich. Hörst du mein Echo schallen und leise verhallen? Dort, wo in blauer Ferne die Wetter entschwinden, möchte ich dich wiederfinden. Mein unvergessenes Glück. Blau strahlt das Firmament
Von fern rauscht der Wasserfall und durch die grünen Tannen bricht silbern das Licht. Doch meine Sehnsucht brennt im Klang alter Lieder. Laut hallt mein Echo wieder, nur du hörst es nicht. La Montana. Großartig. Nicht nur zwei schöne Dirndln, sondern auch zwei schöne Stimmen. Da braucht man keine Musik, die stellen sich da hin und singen. Ich beneide euch. Nicht nur um die Figur, sondern um die Stimmen. Wir machen weiter im Wohnzimmer. Da wohnt der Förster und sein schönes Kind, und sie küsst so gern, das ist doch kein Sünd. Kommen wir des Weges, steht sie immer vor der Tür, doch mit der Büchse steht der Förster hinter ihr. Denn wir sind die lustigen Holzhackerburen, uns lieben die Madeln, uns hassen die Burgen. Über die Straßen geht, es hat so lieb gehabt in einer Samstagnacht, hat ja zu mir gesagt, und ich hab mich gefragt, was so ein Engel wohl macht. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen geh, ich glaub ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne dann sehen. Das war der Schlagerspaß für heute Abend, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, Heino, Juri, vielen Dank für diesen wunderbaren Moment. Und Dankeschön, Hannelore, dass du unser Publikum warst heute Abend. Ihnen zu Hause wünsche ich eine gute Nacht. Schlafen Sie gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Schlagerspaß. Und das behalte ich mir. Auf Wiedersehen.